Hier ist Teil 2 von der Night Terror Bossjagd. Bei der Jagd des Ungeheuers Night Terror auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad kam es zu einer ungeahnten Komplikation. Der 10. Gegner, nämlich Waffenmeister Olkadan, versperrte uns den Weg und trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Ich sag... Ey, das ist so scheiße, Mann. Jede Niederlage bedeutete alles nochmal von vorne. Nach 5 erfolglosen Stunden war mein Kampfgeist nahezu gebrochen. Alle Gefährten im Chat zogen mich mit motivierenden Worten aus meinem Loch, sodass ich einen weiteren Versuch startete. Ja! Ich hab ihn! Ja! Die größte Hürde war genommen, dachte ich zumindest, denn der Endboss stand noch bevor. Doch die böse Energie, die den Tempel durchdrang, enthüllte die Anwesenheit seines Feindes, eröffnete die Tür vor ihm und schritt in die Schlacht. I grant death for the weak. Ja, es ist Night Terror. Ich muss aber irgendwas drücken. Oh, ich hab's geschafft! Ich bin ausgewichen! Du Kackmonster! Oh, die Hälfte ist weg bei einem Move! Das Gute an diesem Kampf ist, dass ich hier unendlich Versuche habe. Oh, was ist das krass, oder was? Oh! Okay. Oh, Junge! Oh, okay! Au! Au! Okay. Oh, was war das? Ich habe ihn gegriffen. Was hat er da gemacht? Ah, der Laser ist aufgießen. Also ich habe jetzt auch noch nicht so krank. Okay, das kommt wieder rein, wenn ich rausschmeiß. Interessant war vor allem, dass Night Terror mir weniger Probleme bereitete als erwartet. Olkadans qualvolle Lektion hatten mich das richtige Kämpfen gelehrt. Ich greif dich. Ich greif dich und du bist tot, oder? Ich sag euch, Olkadan war tausendmal schwerer als der. Ich hab mich jetzt hier gar nicht angestrengt, so richtig schlimm, gell? So, jetzt knall ich dir nochmal hier. Schönes Schwert im Wanz, Nightmare. Weg bist du! Wer soll das Ziel der nächsten Bossjagd sein? Schreibt es mir doch in die Kommentare.